Ich stehe hier vor dem Eingang der IGS Querum, an der ich selbst fast 15 Jahre gearbeitet habe. Die IGS Querum ist die dritte Gesamtschule in Braunschweig. Es kam danach die vierte Gesamtschule in Volkmarode und die fünfte im Heidberg. Trotzdem mussten zu Beginn dieses Schuljahres fast 200 Schülerinnen und Schüler, die auf eine IGS in Braunschweig wollten, abgewiesen werden. Deshalb fordert die Linke eine sechste IGS für Braunschweig. Außerdem muss der Sanierungsstau an den Schulen unbedingt abgebaut werden, aber nicht als PPP, was bedeutet öffentlich-private Partnerschaft, sondern baugeleitet und finanziert von der Stadt Braunschweig. Die Linke kämpft für ein Braunschweig mit einer sechsten IGS.